Komm, ich mach mich mal ein bisschen heller. Hallo. Ja, es ist Donnerstag, es ist Umfragezeit und ihr habt gewählt. Also diesmal wird es wieder so ein bisschen tricky, weil es sind nur Schimmerfarben, die ihr gewählt habt. Nämlich mit dieser Palette hier. House of L. Und eigentlich war die gar nicht dran. Das ist das Lustige daran. Eigentlich war eine andere Palette dran. Die habe ich total vergessen. Die kommt, die ist online. Die ist online, da könnt ihr abstimmen. Also, diese habe ich mal geschenkt bekommen. Eine wunderschöne Palette, die ich noch nicht getestet habe. So sieht sie aus. Ja. Und was habt ihr gewählt? Die drei Schimmerfarben. Uno, due, tre. Einmal KL, Carazzoel oder Moel. Ich weiß nicht, was das alle heißt. Keine Ahnung. Ja. Die haben drei Schimmerfarben. Das ist jetzt... wir schauen. Entschuldigung, aber ja, ich bin wieder beklebt hier. Übrigens, die kann ich echt empfehlen, diese Tapes von DM, von der Eigenmarke. Die helfen meinem Rücken super. So, Spiegel steht hier, alles steht hier und ich habe keine Ahnung, was ich schminken will. Wie so häufig. Ich klebe erstmal ab. Ich habe ja alles schon fertig. Entschuldigung. Ja. Und dann dachte ich mir, oh... Okay, wir haben wieder nur Schimmerfarben. Es ist ja wirklich eigentlich besser, man arbeitet mit matten Farben, zum Beispiel bei der Lidfalte. Wenn man aber nur Bock hat auf Schimmerfarben, kannst du das auch machen. Das ist Jacke wie Hose. Jeder, wie er es gerne hätte. Und ja, ich schau mal, was ich daraus zaubern kann. Es ist, ich möchte mir die mal eben swatchen, ja? Weil ich nämlich gar nichts mit den Farben anfangen kann. Okay, okay. The day, okay, or the day. Ah, oh, oh, der Jean, oh, was ist da? Oben ist Duochrome. Dann haben wir ein Lila und ein Türkis. Ja, und ich würde sagen, boah, der Duochrome ist klasse. Der kommt auf jeden Fall nach vorne. Wir fangen jetzt mal mit dem Türkis an. Und Türkis werde ich mir jetzt erstmal hier mit dem Pinsel aufnehmen und dann in die Lidfalte setzen. Und ja, ich kann da nichts versprechen, ne? Dass das was wird. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Ich habe mein Auge nicht gesettet. Zwar mit dem Primer, ja, aber ich habe kein Puder genommen. Und was sieht man? Dass der Primer in die Lidfalte sackt. Oh. Ich liebe dieses Marshmallow-Puder, ne? Wenn du das einatmest. Ah, lecker, lecker, lecker. So, guck. Habe ich doch ganz vergessen. Naja, passiert. Gibt Schlimmeres im Leben. So, jetzt gucken wir mal. Ja, Schimmerfarben, ne? Das ist so eine Sache. Ich will das jetzt auch nicht abklopfen. Oh, das wird schwierig. Oh, Backe. Okay. Ja. Ja, und ich habe mir wieder ein paar neue Paletten rausgesucht zum Abstimmen. Ich muss jetzt doch mal abklopfen. Und aber das Witzige ist, mein Handy braucht ein Update. Oh, das ist zum Mäusemelken. Und dann konnte ich nicht, kann ich nicht mehr die Zahlen eintragen. Jetzt muss ich das per Hand machen oder per Foto. Aber naja. Weil wenn ich dann etwas größere Paletten habe, kann ich nur bis 10, die Zahl 10, eintragen. Ihr denkt jetzt auch, ne, die redet in, ja, in Rätseln. Wie so häufig, aber ist egal. Es ist egal, es ist egal, es wird schon werden. So, und hier wird das auch werden. Ich hätte jetzt gedacht, das wird schwieriger, aber ist okay. It is okay today. Wir machen jetzt erstmal ein Auge, ne, zusammen. Vielleicht werde ich ja doch wieder scharf. Hallöchen, Papöchen. Hallo. Hallölöle. Hallo? Oh, manchmal echt. Manchmal echt, echt, echt. Also es ist jetzt wirklich sehr schimmernd, ne? Ich würde es echt empfehlen, in die Lidfalte nur matte Farben zu packen. Aber ihr wollt es so und ich versuche es so. So. Dann setze ich mir jetzt das Lila nach außen. Das ist jetzt die dunkelste Farbe. Macht natürlich Sinn. Ich nehme denselben Pinsel. Ich
Ich war übrigens wieder pinselwaschfaul und habe meine Pinsel in die Waschmaschine gepackt. Jetzt schon das zweite Mal. Hat funktioniert. Zweimal habe ich gewaschen. Ich tue das in so ein Säckchen rein. Ich mache das aber auch nur, wenn die Maschine gut voll ist. Es ist keiner kaputt gegangen, keiner am Stiel kaputt gegangen. Einer hat ein bisschen, das war so ein Billo-Teil. Das hat die Haare verloren, aber gut, da kann ich dann drüber stehen. Das ist nicht so schlimm. Ich finde das jetzt gar nicht mal so unübel. Guck mal. Jetzt will ich gleich noch überlegen, bei den Duochrome müssen wir gucken, ob wir da vielleicht erstmal vielleicht doch ein Klebi benutzen, damit der richtig geil rauskommt. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also, ne? Wenn man doch nur Bock auf Schimmer hat, packt es euch einfach aufs Auge. Ist doch egal. Es verträgt sich jetzt sehr gut mit dem Blau. Und es hat hier eine wunderbare Mischung. Ich kannte die Paletten gar nicht. Ich habe das geschenkt bekommen. Und finde es geil. Wow. So, Pinsel einmal sauber machen. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Finger nur mal rein und gucke, ob das funktioniert. Wenn nicht, gehen wir noch ein bisschen Klebi auf. Oh, ich glaube, wir brauchen, oder doch? Ja, der ist jetzt halt schon... Ne, ähnelt den Blau oben. Ich werde noch mal ein bisschen Klebi nehmen. Einfach nur so ein bisschen. Ein Müh Klebi. Ja, auf den Finger geben hier. Und den tupfe ich nur mal eben hier so ein bisschen auf. Das war's schon. Und dann gehe ich jetzt noch mal da rein in die Farbe. Ist natürlich so eine richtig geile Farbe, wo ich will, dass die so richtig geil rauskommt, ne? Ja, so ist das. Perfekt, würde ich sagen. Ja, hat was, ne? Hat jetzt was. Nur Schimmergedöns auf dem Auge. Aber, ja. Aber, warum nicht? Ist schon gelt so schön. Sieht schon geil aus. Jetzt mal den Klebi hier ab. Ja, warum nicht? Du kannst auch nur mal schimmernd machen, ne? Warum nicht? Ich mache mir jetzt erstmal das andere, obwohl, nein, wir machen jetzt erstmal unten drunter. Unten drunter, mit so einem angeschrägten Pinsel gehe ich in das Lila rein. Heute ist richtiges Schietwetter. Boah, als ich heute Morgen aufgestanden bin, war 3 Grad. 3 Grad! Da braucht jetzt auch keiner mehr, ne? Schnee oder irgendwie sowas. Und ich habe aber auch keinen Bock, die Heizung wieder anzumachen. Jetzt hat sie ja eh dumm und dusselig. Nö. Sitzen wir jetzt aus. Punkt. So, ich nehme das Lila jetzt aufs ganze untere Augenlid. Und find's gar nicht mal so unübel. Leute, da habt ihr mir doch echt eine Aufgabe gegeben, die ich bis jetzt gut gelöst habe. Ich werde jetzt wirklich die andere Seite dann eben machen und dann bin ich gleich wieder da. Dann kommen wir zur Mascara. Da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt noch taucht. Wenn nicht, müssen wir da wieder die Nabel anlegen. Die steht nämlich immer hier. Bis gleich. So, das ist schon irgendwie geil, ne? Irgendwie schon. Ja, irgendwie steht der Look. Habe ich ja doch noch was Vernünftiges rausbekommen. So, Highlighter ist diese Palette hier. Revolution Pro Nath Natalia. Kann ich nicht lesen. Simic? Wahrscheinlich, ne? Hier haben wir Kontur drin. Hier haben wir Highlighter drin. Und ich würde sagen, wir nehmen da jetzt einfach mal einen von, nicht? Was haben wir denn hier für Pinsel? Ach komm, wir nehmen den hier. So. Wir haben hier Gold und wir haben hier Rosé. Ich glaube, wir nehmen den Rosé Admirer und den setze ich mir jetzt mal hier in den Inner Corner noch und den Rest unter die Augenbraue. Der hat Krawumms. Da packen wir noch ein bisschen nach. Der hat Krawumms, da packen wir noch ein bisschen nach. Ja, aber hallo, wow. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal getestet hatte. Oh, der schmiegt sich doch gut in den Look ein. Boah. Ja, Revolution hat kräftige Highlighter auf jeden Fall.
Wow. Finde ich gut. So, und jetzt packen wir mal den noch auf die Wangen mit dem Elf Brush hier. Das klopfen wir ab. Man weiß es nie, ne? Aufbauen kannst du immer, das ist genau wie Haare schneiden. Ne? Abschneiden kannst du immer, kleben kannst du nicht. Ja, das reicht schon, das reicht schon. Ja, doch. Also da brauchst du jetzt nicht mehr weiß wie viel, ne? Ein Müh tut es auch mal, würde ich sagen. So, Näschen muss auch ein bisschen schimmern. Und das Lippenherz natürlich auch. Also eine schöne Palette. Allerdings muss einen, ja, die Töne müssen einen natürlich zusagen, ne? Bronzer da oben ist aber auch schön, also kann man gut gebrauchen. Schön aufs Lippenherz. Tolle Palette. Und ich finde ja die Palette, also da kommen wir jetzt dazu, also die ist der absolute Knaller auf jeden Fall. Hier schon mal die Schimmerfarben, die wird natürlich bleiben, das ist ganz klar. Natürlich wäre schön gewesen, auch noch für eine von den anderen Farben dabei gehabt zu haben, hätten, tun, tralala. Aber wir haben jetzt hier mal das Kaboom. So, und jetzt kommen wir hier zu der Mascara. Ich weiß wirklich nicht, ob die noch gut ist. Von Lovely Curling Pump Up Mascara. Die hat ein Gummibürstchen. Also gut ist sie auf jeden Fall noch, aber ob sie halt noch Farbe abgibt, das ist das, ne? Ich gebe mir die jetzt mal auf und dann gucken wir mal, ob die getaucht hat oder ob ich mit der Nabla noch nachhelfen musste. Ich werde jetzt auch ein bisschen hier meine Wimpern nach oben pushen mit meiner Zange. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Also bis gleich. So, ich finde, die hat sogar wunderbar funktioniert. Ja. Tolle Mascara, kann man machen. So, Lippi kommt noch drauf. Und zwar von Rimmel Loves Me. Die Farbe Apricot 4. Ich glaube, das könnte passen. Oder? Irgendwie nicht. Ist egal. Kontrast. Wir brauchen Kontraste. Aber es ist eine schöne Farbe, ne? Ja, und ich bin fertig. Und ich würde sagen, wir sind bunt, 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 bunt und bunt. Aber es ist ein schöner Look geworden. Ich habe erst echt gedacht, das wird nichts. Das wird im Leben nichts. Aber doch. Und guck mal, wie schön der aussieht. Schon geil. Ist schon geil. Der Lippi dabei. Wir gucken uns das Spielchen jetzt mal von Weitem an. Und dann, jo, kann ich nichts anderes sagen als geiles Palettchen. Ja. Gar nicht mal so unübel. So, Leute, ich bin zufrieden mit dem Look. Ich bin zufrieden, wie das hier heute alles ausgegangen ist. Es hätte schlimmer kommen können. Und ich freue mich auf den nächsten Look, den ich dann zaubere, den ihr gewählt habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.